Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute packen wir diesen wunderschönen Kalender aus. Es ist ein britischer Adventskalender und ich erzähle euch gleich noch mehr dazu. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir packen heute diesen britischen Adventskalender aus. Es ist der 25 Days of Natural Beauty Adventkalender von der britischen Shopseite Holland & Barrett. Ich habe für diesen Kalender umgerechnet mit Versand ca. 50 Euro bezahlt und er wirbt mit einem Gesamtwarenwert von 200 Euro. Insgesamt haben wir 25 Türchen und er enthält Produkte aus der Clean Beauty Welt, die auch noch vegan sind. Ich freue mich drauf, denn ich erhoffe mir vielleicht auch nochmal neue Marken kennenzulernen. Bei diesem Kalender handelt es sich um einen Klappchen-Adventskalender und das Besondere ist, dass er sowohl vorne als auch hinten Türchen hat. Das wird eine schöne Suche werden. Er hat ein klassisches Farbdesign, ein klassisches weihnachtliches Farbdesign und dann auch so ein paar Tannenbäume und ja, Sterne drauf. Ich finde es sehr schön, es ist stimmig zu Weihnachten und wir suchen jetzt einmal direkt Türchen Nummer 1. Türchen Nummer 1 befindet sich hier unten. Man hat hier immer etwas zum Eindrücken, damit man die Kläppchen besser öffnen kann. Und dann sehen wir hier ein Produkt von Suken. Wenn man die Produkte herausnimmt, sieht man auch, dass hier kein Plastikzeugs drin ist. Hier ist alles aus Pappkarton und auch das finde ich sehr schön und nachhaltig. Was mir leider bei den Klappchen-Adventskalendern immer nicht so gut gefällt, ist, dass sie mit der Zeit ziemlich zerfleddert ausschauen. Aber da müssen wir heute einmal durch. Ich habe jetzt hier die erste Tube in der Hand und das ist von der Marke Sukim. Eine erneuernde Tagescreme und sie ist parabenfrei und enthält 20 Milliliter. Ich mag die Farbe der Tube. Ich finde die Farbe total schön. Und ich finde auch schön, dass hier weißer Hibiskus, Baobaböl enthalten ist und man soll einen Anti-Aging-Effekt innerhalb von 14 Tagen merken. Ob das so stimmt, das muss man ausprobieren. Ich finde, das ist schon mal ein gelungener erster Start, ein erstes Produkt, ein gelungenes erstes Produkt, wollte ich sagen, für diesen Kalender. In Türchen Nummer 2 haben wir einmal diese weiße Tube hier und die finde ich sehr spannend, denn wir haben hier von der Marke Dead Sea Spa Magic einen Beauty Balm, eine BB-Cream mit Lichtschutzfaktor 15 und Natural steht da nochmal drauf. Das ist bestimmt die Farbbezeichnung und ich finde es so spannend, weil ich jetzt neugierig bin, ob der Farbton auch zu meinem Hauttypen passt. Lichtschutzfaktor 15 finde ich grundsätzlich nicht ausreichend in solchen Produkten, aber da kann man sich ja gegebenenfalls noch einen richtigen Sonnenschutz unten drunter geben. Und hier steht noch mit drauf, dass man diese BB-Cream auch schichten kann und aufbauen kann. Ich würde sagen, wir machen die auf und schauen uns die von der Konsistenz und von der Farbe einfach mal genauer an. Ich mache hier einfach mal ein kleines bisschen auf den Handrücken und das schaut eigentlich schon mal ziemlich gut aus. Einen leichten, natürlichen Geruch rieche ich, nehme ich wahr, aber nicht doll. Sie ist ganz leicht, lässt sich prima verteilen, aber ich sehe jetzt kaum einen Effekt. Ich werde mal noch eine zweite Schicht drauf geben, mal gucken, ob das dann noch etwas mehr macht. Ah ja, doch. Man kann es wirklich aufbauen, je nachdem, wie man das haben möchte und es fühlt sich pflegend, feuchtigkeitsspendend an, sehr angenehm, überhaupt nicht trocken oder irgendwas. Es ist wirklich eine schöne BB-Cream, die ich gerne mal ausprobieren werde. Die Nummer 3 ist ein ganz schmales Päckchen. Wir haben hier von der Marke Evolve Organic Beauty, die kenne ich noch nicht, ein Hyaluronic Serum 200 und das ist für alle Hauttypen geeignet. Diese Flasche hier sieht relativ unspektakulär aus, enthält 10 Milliliter. Hyaluronsäure verwende ich regelmäßig, denn sie spendet Tieffeuchtigkeit in den oberen und in den unteren Hautschichten und sie polstert kleine Trockenheitsfältchen auf und das ist super. Die Nummer 4 ist eines der größten Kläppchen hier im Kalender und da haben wir auch ein echt großes Produkt drin. Sieht hübsch aus. Von Ayumi Turmeric and Argan Oil, ein Body Wash. Cool. Also ein sehr pflegendes Duschöl dann sehr wahrscheinlich, wenn da auch Arganöl mit dabei ist. Es soll reinigen und stimulieren und ich glaube, ich rieche hier einfach mal dran. Das ist ein richtig schöner und spannender Geruch, den ich so auch noch nicht gerochen habe. Ich meine, Turmeric ist Kurkuma. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon.
Und dann ist hier auch noch Mandarin-Oil drin, also etwas Zitrisches. Und Papaya-Extrakt ist hier auch noch enthalten. Das klingt alles sehr gut. Ich freue mich drauf, das auszuprobieren. In der Nummer 5 haben wir etwas aus Holz drin und es ist ein Spiegel auf der anderen Seite. Ich finde den total schön. Er sieht sehr hochwertig aus. Er ist direkt von Holland & Barrett. Da wird es sicherlich schwierig sein, einen Preis dazu herauszufinden. Aber ich finde den sehr praktisch. Ich werde mir den in meine Arbeitshandtasche packen und dann wird er da Verwendung finden. Ich glaube, die ganzen Kläppchen muss ich mir nachher nochmal genauer anschauen, denn ich habe jetzt den Nikolaus aufgemacht. Und da ist zum Beispiel auch ein 15% Rabattcode mit drin für die Marke Etique. Und da haben wir jetzt nämlich auch das nächste Produkt. Da haben wir einen Gesichtsreiniger in fester Form, Bliss Bar. Bliss, heißt das nicht sowas wie Glückseligkeit oder so? Wir haben hier ein festes Stück Seife, pH-neutral ist es. Und es ist speziell fürs Gesicht gedacht, für normale bis trockene Haut. Es enthält Kokosnussöl. Oder Kokosnuss, ich gehe mal von Kokosnussöl aus. Es soll Make-up entfernen und fühlt sich an wie ein Traum. Das steht hier alles auf Englisch drauf. Ich habe gerade versucht, mein Bestmöglichstes zu geben in der Übersetzung. Das ist ein Produkt aus Neuseeland, steht hier hinten noch mit drauf. Finde ich total spannend und schön. Und ich finde die Verpackung auch schön. Ich mag sie aber jetzt nicht aufmachen, denn leider ist es aktuell so, dass ich 5 feste Stück Seifen zur Gesichtsreinigung bei mir zu Hause habe und auch schon aufgemacht habe. Darum werde ich dieses hier in jedem Fall weitergeben. Aber es klingt sehr, sehr schön. In meiner Glückszahl haben wir eine sehr hübsche Tube drin in einem Fliederton von der Marke Natura Siberica. Und da haben wir eine Natural Hair Mask. Eine Haarmaske finde ich auch super schön in einem Kalender. Die hier enthält 30 Milliliter, ist vegan. Hier steht sogar was auf Deutsch drauf. Natürliche Haarmaske auf Basis eines Hydrolats von sibirischer Biokiefer und von Bio-Rosenwurzextrakt. Repairschutz für strapaziertes Haar. Ins feuchte Haar geben und einmassieren, 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und gründlich ausspülen. In Türchen Nummer 8 verbirgt sich ein Produkt von Weleda und da haben wir eine Bademilch mit Arnika und die soll entspannen und beruhigend wirken. Wir schauen uns das mal auch genauer an. Ich hole sie mal aus der Verpackung raus. Hier haben wir 50 Milliliter drin. Das dürfte auch eine Full-Size-Größe sein. Und ich kenne das Produkt so auch noch nicht. Das sieht hier so richtig milchig aus, also entsprechend einer Milch. Sieht irre aus. Es ist eine Glasflasche, gefällt mir sehr gut. Ich werde mal dran riechen. Na, es riecht schon ein bisschen medizinisch, ähnlich wie ein Erkältungsbad. Aber dennoch finde ich, es ist ein sehr schönes Produkt, was ich mir auch mal jetzt die Tage zu Gemüte führen werde. Denn ich habe Urlaub und kann da auch etwas Entspannung gebrauchen. Wir sind schon bei der letzten Zahl im einstelligen Zahlenbereich. Und da haben wir hier einmal die 9, ein sehr längliches, schmales Fensterchen. Ich sehe etwas mit Kokosnuss. Okay. Wir haben mal wieder eine Zahnpasta im Kalender, aber die kenne ich noch nicht. Ich probiere sie gern aus. Von Ecodenta Super and Natural Oral Care. Mit Kokosnussöl soll die Zähne aufhellen, vor Belag schützen und noch einen erfrischenden Atem spenden. Und das ist eine echt ordentliche Größe hier. Ich finde es vom Packaging eigentlich ziemlich hübsch, muss ich sagen. So diese Kokosnuss hier drauf, auch diese Brauntöne. Finde ich gar nicht schlecht gemacht. Die Tube ist ziemlich schmal und echt lang und ich habe das Produkt so auch echt noch nie gesehen. Hier auf der Verpackung steht sogar was Deutsches. Egodenta Bio-zertifizierte Anti-Plaque-Zahnpasta. Weißer Sand, blaues Wasser und eine kühle Brise. Punkt, Punkt, Punkt. Diese zertifizierte Bio-Zahnpasta kann Sie zwar nicht an den Strand bringen, aber Ihre natürlichen Zutaten. Kokosnussöl, Aloe Vera Saft, Xylitol plus Pfefferminzöl verhindern die Bildung von Plaque und Zahnstein. Darüber hinaus garantiert sie eine langanhaltende Frische im Mund und hält die Zähne auf. Sie ist frei von Fluorid. In der Nummer 10 haben wir einmal diese schöne, hübsche, große Schachtel drin von der Marke Dr. Organic.
eine Organic Guava, ein Organic Guava Replenishing Gel Moisturizer mit 50 Millilitern. Das ist eine richtig schöne Größe. Ich mag ja grundsätzlich sehr gerne solche Gelcremes und diese hier enthält Guave und außerdem noch Vitamin C. Wir schauen uns mal den Tiegel an. So sieht einmal der Tiegel aus. Man sieht, dass diese Gelcreme so eine leicht eingefärbte beige Farbe hat. Hier auf der Verpackung steht noch, dass da Guava-Fruchtextrakt enthalten ist, Vitamin C, Aloe Vera, Blattsaft, Chia-Butter, Kokosnussöl, Kakaokernbutter und Betaine sind da auch noch mit enthalten. Sie soll Feuchtigkeit spenden, soll einen tropischen Glow verleihen, aufhellen und das klingt alles sehr gut. Ich werde diese Creme in jedem Fall mal ausprobieren und freue mich da sehr drauf. Die Schnapszahl Nummer 11 ist ein riesiges Türchen hier. Und da ist ein ganz schmales Produkt drin. Und ich glaube, noch ein Produkt, was wahrscheinlich woanders reingehört. Ich lege das mal kurz beiseite. Mal gucken, wo nachher vielleicht etwas fehlt. Und hier haben wir jetzt einmal eine ganz schmale Schachtel. Ein Eyeshading Brush. Cool. In einer sehr natürlichen Verpackung. Hier sieht man auch so ein bisschen Bambus. Also wird das vielleicht ein Pinsel sein, der einen Bambusstiel hat. Finde ich sehr schön. Wir machen das mal auf. Und hier haben wir einmal den Pinsel und das ist von der Marke So Echo. Und davon habe ich auch schon einen Pinsel, der auch genau diesen Stiel hat. Auch hier mit diesen Eingriffmulden. Das ist sehr praktisch. Ich habe da aber einen anderen Pinsel, eine andere Variante. Und darum finde ich das sehr schön, dass ich jetzt hier noch so einen da habe. Das ist so ein abgeflachter, der hier auch so ein bisschen rund ist. Damit kann man zum Beispiel super schimmernden Lidschatten auftragen. Ich nutze das aber auch gerne, um mir zum Beispiel einen Concealer hier unter die Augenpartie aufzutragen oder so. Also den kann man vielseitig verwenden. Ich finde es sehr schön. Ich finde Bambus sehr nachhaltig und darum gefällt mir der Pinsel sehr gut. Wir haben fast Halbzeit und in der Nummer 12 befindet sich diese rosane Schachtel von der Marke Q&A. Ein Lakritz-Lippenöl haben wir hier mit 15 Milliliter. Ich habe noch nie ein Lippenöl gehabt, was Lakritz enthält. Sehr spannend. Wir schauen uns auch hier mal das Fläschchen genauer an, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das für mich behalten werde. Lakritz ist nämlich nicht immer mein Fall. Ich esse es hin und wieder sehr gerne, wenn ich einen Hieper drauf habe. Aber Lakritz auf den Lippen als Öl kann ich mir im Moment gerade nicht so vorstellen. Ich werde es auch nicht aufmachen deswegen. Es ist aber ein sehr spannendes Produkt. Lippenpflege finde ich auch gut, wenn man das mittels Ölen macht. Das ist meistens besonders reichhaltig. Meistens haben sie auch so einen schönen Glanz dann, wie bei einem Lipgloss hinterher. Auch das finde ich schön. Mal schauen, ich werde es mir überlegen, ob ich es behalte oder weiter verschenke. In der Nummer 13 haben wir jetzt etwas Stoffiges drin. Das sieht aus wie so ein Mikrofaserstoff. Ah, das ist so, ja, es ist von Holland & Barrett. Das hat hier einen Klettverschluss. Und damit kann man sich super die Haare zum Beispiel zurückmachen, wenn man eine Maske aufträgt oder generell sich schminkt oder so. Ein sehr praktisches Tool, finde ich schön. Und es fühlt sich ganz weich und hochwertig an. Ich weiß leider nicht, aus welchem Material das genau ist. Es steht hier auch leider nichts mit dabei, aber es fässt sich wirklich sehr weich und angenehm an. Ich finde den Klettverschluss auch sehr praktisch, weil man sich das dann einfach sehr gut an die eigene Kopfform anpassen kann. Und jetzt fehlt quasi nur noch eine passende Maske. Dann kann man das wunderbar zusammen ausprobieren. Die Nummer 14 ist ein ganz kleines Kläppchen. Und da haben wir, ach wie schön, das sieht so hübsch aus, von True Skincare etwas drin. Ein, oh Gott, das ist klein geschrieben. Wir haben hier ein feuchtigkeitsspendendes Gesichtsöl mit Hagebutte und Rosmarin. Und 10 Milliliter sind hier in dieser kleinen süßen Flasche enthalten. Und sie sieht wirklich sehr hochwertig aus, weil es einfach so eine Milchverglasung ist. Man hat eine Pipette hier drin und hier die Sauger von der Pipette ist weiß. Ich finde es wirklich sehr schön gemacht und ich glaube, das ist auch so was Tolles, was man super dann weiter verschenken kann. Das werde ich auch in dem Fall, glaube ich, machen. Ich weiß da nämlich auch schon eine Person für und ich finde es toll, ein tolles Produkt in dem Kalender. In der Nummer 15 haben wir einmal diese kleine Tube drin. Sie wirkt recht maskulin, da sie so dunkelbraun und clean ist und das ist von der Marke VitaSkin, eine Vitamin C liftende Augencreme. Mit 99% natürlichen Inhaltsstoffen
und zu 100% vegan. Das klingt sehr gut, werde ich auch sehr gerne ausprobieren. Was ich schon mal nicht mag, ist hier dieser kantige Drehverschluss. Ich mag die einfach grundsätzlich nicht, egal bei welcher Marke oder egal bei welchem Produkt. Aber gut, hier haben wir 15 Milliliter drin, falls ich das noch nicht gesagt habe. Auch Augencreme finde ich sehr schön in so einem Kalender. Das rundet das alles auch nochmal ein bisschen ab. Und die Marke kenne ich noch nicht, darum freue ich mich sehr drauf, die auszutesten. In der Nummer 16 haben wir jetzt einmal dieses graue etwas und ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Reinige es mit heißem Wasser und Seife. Mehr steht hier nicht drauf. Ich ziehe das mal ab. Ist das vielleicht eine Nagelfeile? Wie geht das auf? Ja, man dreht es hier auf. Ach nein. Das ist schon wieder so lustig, dass es irgendwie cool ist. Wir haben hier ein Wattestäbchen, aber nicht mit Watte, sondern mit Silikon ist das, glaube ich. Ja, ein wiederverwendbares Wattestäbchen. Was sagt ihr denn dazu, dass sowas in einem Kalender ist? Es ist neu für mich, es ist innovativ und es ist auch sicherlich nachhaltig. Es hat hier aber ziemlich große Noppen. Um jetzt zum Beispiel, wenn man sich Mascara irgendwo verschmiert, damit was wegzunehmen, muss ich ausprobieren, ob das funktioniert. Generell, ja, irgendwie sehr lustig. Die Verpackung ist auch sehr lustig, dadurch, dass sich das so aufschiebt. Ja, mehr weiß ich gar nicht, was ich zu diesem Produkt noch sagen soll. Ich glaube, in der Nummer 17 haben wir ein koreanisches Produkt, denn ich sehe da Schriftzeichen, die das vermuten lassen. Das ist sehr schwer und schaut irgendwie hübsch aus, obwohl es in diesem ganz naturbelassenen Pappkarton ist. Da sind die lediglich hier am Rand wie so ein paar aufgestempelte Blüten drauf, sehr schön gemacht. Wir haben hier von der Marke Vamisha, hier steht's, einen Toner drin. Einen Bio-Blumentoner, reichhaltig. Das klingt cool. Ich liebe Toner. Das ist ein richtiges Highlight hier für mich gerade. Clean Beauty steht hier noch, das kann ich sehen. Und wir haben in diesem Produkt 33,5 Milliliter drin, auch eine ungewöhnliche Menge. Und es kommt tatsächlich aus Korea. Koreanische Skincare ist ja weltweit, ja, ich würde fast sagen, am beliebtesten, weil eben auch sehr gut. Und ich weiß gar nicht, wie ich das hier so richtig und heile aufbekomme. Hier ist es nochmal verklebt und dann steht hier auch nochmal ganz viel Text. Ich bin gerade ein bisschen überfordert mit diesem Packaging hier. Hier oben bekomme ich es jetzt auf. Recycelte Pappe steht hier noch. Und dann haben wir hier ein Glasfläschchen und sieht das nicht schön aus? Wow. Also das sieht echt toll aus. Auch hier haben wir so eine Milchverglasung und dann scheint es da so rosa durch. Das sieht so hochwertig und edel aus. Dass es nähren soll, das kann ich hier noch rauslesen. Welche Bio-Flowers, Organic Flowers steht hier da genau enthalten sind, keine Ahnung. Toner per se finde ich aber immer toll, baue ich immer in meine Morgen- und Abendroutine mit ein. Und der hier wird natürlich ausführlich getestet und ich werde euch berichten. Aber das ist bis jetzt mein absolutes Highlight in diesem Kalender. Ich glaube, hier in der Nummer 18 sind zwei Produkte drin, denn ich sehe etwas Grünes und etwas Pinkes. Und da haben wir nochmal von der Marke Etique etwas. Da hatten wir ja vorhin auch schon diese tolle feste Gesichtsseife mit Kokosnussöl. Hier haben wir jetzt aber ein Shampoo und ein Conditioner in der Mini-Ausgabe. Sehr cool, praktisch und richtig toll. Pinkelicious Shampoo Mini. pH-neutral und pinke Grapefruit ist da enthalten und Vanille. Und dann haben wir noch The Guardian, einen nährenden Conditioner. Für trockenes Haar ist der. Und ja, das Shampoo ist für normales Haar und der Conditioner für trockenes Haar. Beides sehr spannende, tolle Produkte. Ich finde es toll, dass wir hier Shampoo und Conditioner im Kalender haben, dass man das zusammen ausprobieren kann. Ich persönlich verwende aktuell bei jeder zweiten Haarwäsche ein festes Shampoo, einfach weil ich mich da auch noch so ein bisschen ranteste und bei der anderen Haarwäsche dann bewährte flüssige Haarwaschmittel. Ja, coole Geschichte, tolle Marke. Das sieht einfach sehr vielversprechend aus und darum freue ich mich darüber sehr. In der Nummer 19 haben wir aber auch wieder eine sehr hübsche Tube drin. Sie ist nämlich lila und ich mag lila. Und dann sind da
wie so extra und glänzend draufgedrückt, druckt auch noch richtig schöne Blumen mit abgebildet. Das sieht total schön aus. Das Produkt ist eine Nachtcreme von der Marke Urban Veda. Sie enthält Rose, Granatapfel und Hagebutte. Diese Creme soll so ein bisschen auffüllend wirken, was ich auch sehr schön finde. Sie ist tierversuchsfrei und 20 Milliliter haben wir hier drin. Auch eine spannende Geschichte, weil ich die Marke so überhaupt nicht kenne. Ich finde diese Tube sehr hübsch gestaltet. Manchmal macht das ja auch so ein bisschen was aus, ob man ein Produkt kauft oder nicht, wenn das Design einfach stimmt. Aber letztendlich kommt es natürlich auch auf das Produkt da drin an. Ja, keine Ahnung, wie das ist. Ich kenne es nicht, aber es klingt toll und enthält gute Inhaltsstoffe. Darum finde ich das sehr schön. Wir sind auf der Zielgeraden, denn das Produkt hier ist aus Türchen Nummer 20 von der Marke Tisserand Aromatherapy. Die kenne ich bereits. Wir haben hier einen Total De-Stress Pulse Point Rollerball mit puren essentiellen Ölen. Ein Mix aus verschiedenen Ölen steht hier noch mit drauf. Das ist so ein Produkt, was man sich zum Beispiel aufs Handgelenk geben kann oder so hier hinters Ohr. Und das soll dann so ein bisschen beruhigend wirken. Hier steht auch drauf, slow down, breathe and reclaim your calm. Also komm runter, atme durch und finde deine Ruhe. Und ich würde sagen, 10 Milliliter sind hier übrigens drin. Ich schnuppe mal dran. Das wird sehr wahrscheinlich auch ein bisschen nach Lavendel riechen, könnte ich wetten. Hier sieht man diesen Rollerball. Und ich mache da jetzt einfach mal hier was hin. Nee, es riecht nicht nach Lavendel, sondern nach Minze. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Minzdüfte sind ja auch eigentlich nicht so sehr meins, aber der hier geht. Der ist sehr dezent und zurückhaltend und andere Dinge rieche ich da auch noch heraus, aber ich bin mir nicht sicher, welche. Ich werde euch das aber mal einblenden, sollte ich da irgendwas zu rausfinden. Mein Türchen Nummer 21 ist leer. Das wird das sein, was ich vorhin bei einem anderen Türchen gefunden habe, denn hier steht auch etwas von Reishi Musk. Und das, was vorhin in einem anderen Türchen mit dabei war, ist dieses Produkt hier von Dr. Organic, wo wir vorhin ja auch diese Tagespflege hatten. Hier haben wir jetzt eine Organic Reishi Ultra Hydrating Moisture Mask. Eine feuchtigkeitsspendende Crememaske ist das. Finde ich auch sehr schön. Und so eine Maske habe ich noch vermisst, nämlich passend zu diesem tollen Band hier. Und dann kann man die beiden prima zusammentesten. Finde ich eine schöne Geschichte. Die zweite Schnapszahl ist ein großes Türchen. Mir geht es hier gerade beim Aufmachen ganz schön kaputt. Oh, hier haben wir ein großes Produkt drin. Breathe kann ich schon lesen. Atme. Amora. The Original Bath Bomb for the Shower. Eine Duschbombe mit Eukalyptus, Rosmarin und Pfefferminze und Breathe steht drauf. Das passt natürlich zu Pfefferminze und Eukalyptus. Ich habe schon mal eine Duschbombe verwendet. Die fand ich nicht so prickelnd, aber die hier werde ich dann sehr gerne mal als Alternative testen. Sie ist hier nochmal besonders sicher eingepackt und die Badebombe selbst ist wie so eine, ja, wie sagt man die für die Zähne, diese Tabs, die man dann irgendwie ins Wasser geben kann. Also sehr unspektakulär eigentlich und es riecht aber sehr intensiv. Und ich glaube, Eukalyptus steht hier im Vordergrund beim Duft. Sehr angenehm. Ich kann mir das gut am Morgen vorstellen. Vielleicht auch, wenn man eine Erkältung hat und so ein bisschen verschnupft aufwacht. Da könnte das eine ziemlich gute Wirkung haben. Das werde ich gerne einfach mal ausprobieren. Auch in der Nummer 23 haben wir ein sehr spannendes Produkt drin, nämlich diese Flasche hier von der Marke Galinée. Und das ist ein Gesichtsessig. Ich habe noch nie einen Gesichtsessig verwendet. Ihr schon mal? Schreibt mir das mal. Der hier soll tonisieren, beruhigen und aufhellen. Enthält probiotische Inhaltsstoffe und 50 Milliliter sind hier enthalten. Ja, total spannend. Also einen Essig oder etwas mit Essig generell auf der Haut habe ich noch nicht verwendet. Ich weiß, dass man Essig sehr gut als Haarspülung verwenden kann, aber fürs Gesicht ist mir das neu und die Marke kenne ich auch noch nicht. Ich finde es toll und freue mich drüber. Wir sind bei unserem Heiligabend angekommen, dem 24. Oh, das sieht aber auch sehr hübsch aus von der Verpackung in so blau und grün und dann ist da wie so was Gesprenkeltes drauf. Killik ist die Marke, glaube ich. Eine Gesichts-, Augen-,
Ein Gesichts-, Augen- und Halsmus mit Bioclap Spiruline. Okay, also die Verpackung sieht schon mal sehr hübsch aus. Ich packe das hier auch mal aus. Hier in der Verpackung steht drin, dass das Material, woraus der Tiegel hier besteht, zu 50% aus Plastikmüll aus den Meeren ist. Also die sammeln da das Plastik ein, also die selbst wahrscheinlich nicht, aber sie beziehen das Plastik aus den Meeren, was dort als Abfall rumschwimmt, und stellen daraus diese Tiegel her. Und die sind zu 50% aus diesem Plastik. Das finde ich sehr schön. Und dann steht hier noch was zur CO2-Emission und so weiter. Die Creme soll generell revitalisieren, soll Energie geben und ist wirklich für alle möglichen Bereiche, also Augen, Gesicht und Dekolleté geeignet. Es wirkt auch noch antioxidativ und erneuernd, also das klingt alles ziemlich gut und soll auch noch Feuchtigkeit spenden und nähren. Hier eine sehr spannende Geschichte. Ich finde es auch wirklich sehr hübsch gemacht vom Packaging. Und ich hoffe, es ist nicht versiegelt. Nee, wir können hier sogar reingucken. Und da seht ihr, es ist grün. Passend zur Alge dann natürlich. Und es riecht so ein bisschen natürlich nach Naturkosmetik, so ein bisschen grün. Das kommt sicherlich von der Alge. Ich werde hier einfach mal ein kleines bisschen was. Oh, das ist aber. Das fässt sich fester an als gedacht. Und dann sieht man hier, dass es wirklich wie so eine Mousse ist. Hier steht hier auch Face, Eye and Neck Mousse. Mega spannend. Also, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Wo trage ich mir das jetzt auf? Einmal hier. Ich habe nämlich, glaube ich, viel zu viel genommen. Okay, es ist sehr reichhaltig und dadurch, dass ich jetzt zu viel genommen habe, brauche ich jetzt die auch gerade einen Moment, damit ich das verteilen und einarbeiten kann. Also wenn ihr das Produkt mal in die Hände bekommt, wirklich nur ganz wenig nehmen. Aber es fühlt sich sofort ja, geglättet und aufgefrischt und genährt an. Der Duft, muss ich gestehen, ist nicht so ganz meins. Aber ich hoffe, der verfliegt dann schnell. Ein schönes, spannendes Produkt, habe ich noch nie gesehen und eine tolle 24. Und jetzt haben wir auch schon Finale. Türchen Nummer 25 ist einmal hier. Ja. Hier haben wir ein Produkt drin, das ich tatsächlich schon kenne. Von der Marke Upcircle. Und zwar ein Gesichtspeeling, welches hergestellt wird aus Kaffeesätzen, die sie aus den Coffeeshops in England haben. Die werden aufbereitet und mit pflegenden Ölen versetzt. Hier ist ein Zitrusblend mit drin, also eine Mischung aus Zitrusinhaltsstoffen. Und das ist eine ziemlich große Tube. Also dieses Gesichtspeeling hat eine Tube mit 100 Millilitern. Das reicht ewig, sage ich euch. Ich muss auch sagen, dass ich dieses Peeling fürs Gesicht zu grob finde. Ich habe das schon einmal verwendet, allerdings mit einem anderen Duftblend war das, glaube ich. Also ich finde es fürs Gesicht zu grob und vom Kaffeegeruch zu intensiv. Als Körperpeeling wiederum finde ich es ganz, ganz gut. Also als Körperpeeling kann man das sehr gut auch verwenden. Und das würde ich euch auch empfehlen. Und ja, eine interessante Geschichte, weil es halt auch so nachhaltig ist, weil sie halt etwas verwenden als Ausgangsbasis, was sonst einfach im Müll landen würde. Wir haben den gesamten Kalender jetzt einmal komplett ausgepackt und ich bin happy, dass ich mir den gekauft habe. Mein absolutes Highlight ist einmal der Toner hier von dieser koreanischen Marke Vamisha. Der sieht einfach auch sehr hübsch aus und ich liebe Toner und mit Toner kriegt man mich immer irgendwie. Ich fand aber auch total spannend dieses Kurkuma-Duschöl. Das werde ich auch sehr gerne austesten. Am verrücktesten fand ich hier dieses Produkt. Da weiß ich noch nicht so richtig, was ich von halten soll. Aber insgesamt habe ich auch wieder tolle Marken kennenlernen dürfen. Und einen Teil der Produkte habe ich auch wieder für euch beiseite gestellt. Denn wie immer gibt es auch bei diesem Adventskalender-Unboxing auch eine Verlosung. Und ich zeige euch jetzt mal, was ihr da gewinnen könnt. Ich packe euch in die Verlosung einmal Türchen Nummer 25 von Upcircle, das Peeling. Wie gesagt, als Tipp, verwendet es gerne auch als Körperpeeling, wenn euch der Kaffeegeruch im Gesicht zu intensiv ist. Dann packe ich euch auch mit rein dieses, ja, Band mit dem Klettverschluss in Kombination mit der Gesichtsmaske. Ich glaube, das passt einfach sehr gut zusammen. Ich möchte euch auch sehr gerne weitergeben zum Ausprobieren.
Diese beiden Produkte, das Shampoo und den Conditioner von der Marke Etique. Und außerdem könnt ihr dann noch Gesichtspflege gewinnen, nämlich einmal von Suken die Tagespflege und von Urban Veda die Nachtcreme, die in dieser ganz hübschen Tube hier. Also diese beiden Produkte landen auch noch mit in der Verlosung. Und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt meinem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Natural Beauty, aber zusammengeschrieben. Ich glaube, das passt bei diesem Kalender einfach am besten und mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Schreibt mir gerne, wie eure Meinung zu dem Kalender ist, ob ihr vielleicht auch schon mal überlegt habt, auf den britischen Markt zu gucken, um euch da einen Kalender zu bestellen. Falls ihr da auch noch irgendwelche Kalender gesehen habt oder entdeckt habt, die euch auch interessieren, die ich vielleicht auch auspacken soll, dann dürft ihr mir das auch gerne schreiben. Und dann darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet Freude und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich sage Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.